Ach, Markus, du trinkst hier Tee oder was? Nee, Kaffee, hallo. Hast du nichts zu tun? Ich bin ganz entspannt. Guck mal, hast du sauber gemacht? Ja, ich habe schon sauber gemacht. Guck mal hier. Hallo, hallo. Ich mache jetzt noch ein bisschen Rosmarinbraten für das Gratin gleich noch. Ich bin soweit. Okay, das ist gut. Wir machen weiter mit dem nächsten Gast. An ihren hohen Antennen vor dem Haus kann man sie nämlich erkennen, die Funkamateure. Aber ist das Amateurfunk nicht ein bisschen veraltet? Wir haben jemanden eingeladen, der seit 15 Jahren fast täglich in die große, weite Welt funkt, nämlich Harald Kasper aus Kappel im Hunsrück. Hallo nochmal. Hallo. Herr Kasper, ehrlich gesagt, heutzutage gibt es doch Internet, Handy. Was ist das Tolle für Sie am Funken? Das Faszinierende am Funk ist, dass ich keine Telefonnetze brauche oder so, sondern ich mache das alles mit eigenen Mitteln. Ich habe im Garten den Turm mit der Antenne und mein Funkfreund zum Beispiel in Afrika oder in Panama hat dann auch eine Antenne. Wir können direkt kommunizieren, ohne dass wir irgendjemanden brauchen, eine Gesellschaft, eine Firma oder eine staatliche Organisation. Zur Not wird es sogar ohne Strom gehen, also mit einer Batterie oder mit einem Sonnenpanel oder so. Aber die neue Technik ist Ihnen auch vertraut, oder? Die neue Technik ist mir auch vertraut, gut. Ja. Hier sehen wir schon ein riesiges Schild, DJ6WC, K28. Das ist Ihr Name sozusagen, oder wie, Ihr Funkname? Ja, Delta Juliet 6 Whiskey Charlie, das ist so das internationale Buchstabieralphabet. Kilo 28, das ist unser Ortsverband im Hunsrück, die haben alle solche Nummern. Aber das ist mein Rufzeichen, dafür habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Man muss also eine ziemlich schwierige Prüfung machen. Das war genau 1993, da musste ich noch mit der Morsetaste Morsen lernen, 60 Buchstaben die Minute, um diese Prüfung zu machen, da diese Rufzeichen ja weltweit nur einmal vergeben werden. Jedes Land hat die Landeskenner, DJ ist also Deutschland und Amerika oder so, die haben alle eigene Kenner, sodass jeder Funkamateur identifizierbar ist. Und man muss das Rufzeichen auch nennen beim Funken. Antwortet Ihnen auch immer jemanden, wenn Sie mal so reinfunken? Es antwortet nicht immer jemand. Also ich kann ja über die Frequenzen drehen und gucken, ob jemand ruft. Oder ich kann selber rufen. Und manchmal antwortet jemand, manchmal auch nicht. 12 Jahre ist es jetzt her. Da hatten Sie damals Kontakt zur Raumstation Mir. Wie haben Sie denn das gemacht? Ja, die Raumstation Mir, die war ja mit dem russischen Astronaut Valery ein ganzes Jahr lang unterwegs. Und er war ein ganzes Jahr lang da oben und so viel ist ja da auch nicht zu tun. Die ganzen Kosmonauten und Astronauten werden ja angehalten, Amateurfunk zu machen, um Kontakte zu machen. Und der ist ja dann öfter über uns drüber geflogen und wir haben versucht, mit dem Kontakt zu kriegen und es hat auch geklappt. Ja, wie war denn der erste Kontakt? Da müssen Sie doch wahnsinnig aufgeregt gewesen sein. Ja, das war schon spannend, weil man nicht damit rechnet, dass das klappt. Hier habe ich zum Beispiel mit einem Funkfreund DL7WS, der leider verstorben ist. Damals hatte ich das mit dem zusammen gemacht, auch über russische Amateurfunksatelliten, die damals rumgeflogen sind, haben wir Funkkontakte in alle Welt gemacht. Aber was haben Sie jetzt mit dem dann geredet auf der Raumstation? Also man redet natürlich und erst interessiert einem ja mal die Technik, was hat er für ein Funkgerät, wie läuft das alles und dann, wie sich das nach einem Jahr Rumflug um die Erde so anfühlt. Also der war ja schon ziemlich brummig mit den eigenen Leuten, die haben immer gesagt, halt noch aus, das Jahr muss rumgehen und ja, er hat es glaube ich auch geschafft dann. Aha. Gewinnt man denn wahre Freunde übers Funken? Das gewinnt man schon. Es gibt ja so einen Spruch, der Funkamateur hat Freunde in der ganzen Welt, nur nicht in der Nachbarschaft, weil er dann manchmal die Fernseher stört oder die Radioaussendungen. Aber inzwischen ist das nicht mehr so schlimm. Wir machen also öfter mal Ausflüge und besuchen andere Funkamateure in anderen Ländern. Und so ergeben sich eigentlich ganz gute Kontakte. Es gab mal eine Zeit, da hatte der Amateurfunk in Deutschland eine große Bedeutung. Das war im August 1968. Damals besetzten Truppen des Warschauer Paktes die Tschechoslowakei und beendeten dort gewaltsam die Reformversuche. Und die tschechische Bevölkerung nutzte den Funkverkehr für den Kontakt nach draußen. Herr Rundfunk, unsere Gäste, unsere liebe Gäste, ich bitte Sie, seien Sie ruhig. Die Funkamateure in aller Welt haben wohl nur selten zuvor so oft vor ihren Geräten gesessen wie in diesen Tagen, da sich die Nachrichten aus der Tschechoslowakei überstürzten. Nie zuvor hatte der Funkverkehr eine solche Bedeutung als Nachrichtenträger. Amateurfunker und Freiheitssender versorgten sich in der besetzten Tschechoslowakei untereinander mit neuesten Meldungen. Überall konnten sie abgehört werden. Daneben hielten aber auch tschechische und westliche Amateurfunker regen Kontakt. Entgegen der Gepflogenheit unter den Amateurfunkern, ihr Hobby von Politik freizuhalten und den Vorschriften der Bundespost, wurden diesmal politische Meldungen entgegengenommen und weitergegeben. Ein Beispiel dafür gab Albert Rösch in Budenheim bei Mainz, der als einer der ersten die Aufrufe von Radio Pilsen auffing und die Öffentlichkeit informierte. Unsere Gäste, unsere liebe Gäste, ich bitte Sie, seien Sie ruhig.
In diesem Moment kann ich Ihnen nichts anderes sagen, nur das, dass alle unsere Bewohner ruhig und verantwortlich. Da hatte der Amateurfunk damals eine ganz wichtige Aufgabe zur Aufklärung. Auch heute kann er ja in Notsituationen wichtig sein, wenn andere Kommunikationswege versagen. Haben Sie schon mal einen Notruf erhalten? Ich habe schon mal einen Notruf aufgenommen. In so einem Konfliktfall werden ja zuerst mal die Telefonnetze abgeschaltet und auch jetzt die Handynetze. Internet ist ja alles vorbei. Aber wir Funkamateure können noch mit eigenen Mitteln Kontakt in die ganze Welt aufnehmen. Und das wird zwar auch versucht zu verhindern, ist aber nicht so schnell zu schaffen. Besonders die Morsetelegrafie geht ja immer. Und als ich noch geübt habe für meine Prüfung, hatte ich also über die Frequenzen gedreht und gehört. Da war gerade der Konflikt in Jugoslawien und plötzlich höre ich also SOS, SOS. Und das ist schon recht, packt einem schon, weil das wird nicht zum Spaß so gemacht. Und es war also jemand in der Stadt Srebrenica, hat also SOS gefunkt und Hilfe, helft uns, wir werden belagert. Und am nächsten Tag war also, hat man im Fernsehen gesehen, dass die andere Armee da einmarschiert war und viele Leute sind umgekommen. Und das hat mich dann schon sehr ergriffen am nächsten Tag. Aha. Hatten Sie irgendwie überlegt, irgendwas zu unternehmen, als Sie diesen Hilferuf bekommen haben? In dem Moment hatte ich schon überlegt, aber was hätte ich machen sollen, die Polizei anrufen oder so. Also es war ja eigentlich für mich nichts zu tun. Und wie ging es Ihnen dann bei diesen Bildern, die Sie am nächsten Tag gesehen haben? Das war eigentlich so das Schlimme, weil man sich dann vorgestellt hat, dass der ja vielleicht dabei war bei denen, die da umgekommen sind. Und das, wie man ja weiß, ging das Ganze ja auch nicht gut aus. Gibt es denn auch irgendwie eine lustige Geschichte, die Sie erlebt haben beim Funken? Lustige Geschichte, also das Lustige sind ja so die Kontakte, die man macht. Wir machen also auch mit Schulstationen, zum Beispiel die Raumstation ISS, die funken ja auch, haben alle Amateurfunklizenz, aber die arbeiten nur mit Schulstationen. Wenn also so eine Klasse Interesse daran hat, mit der ISS Kontakt zu machen, dann können die Funkamateure da behilflich sein und das vermitteln. Aha. Herr Kasper, vielen Dank für Ihren Besuch. Jetzt haben wir uns aber hungrig geredet, oder? Ja, Rettung naht. Ich bin schon mal gespannt, was dabei rausgekommen ist. Kommen Sie ruhig mit rüber. Ja. Nehmen Sie ruhig diese kleinen Karten dann noch mit. Laufe ich hier einfach mal vorbei. Schön. Markus, hast du früher auch mal gefunkt? Nee, das Einzige, was bei mir immer der Satz mit dem Funken war, dass meine Mutter immer zu mir gesagt hat, wenn du das jetzt noch einmal machst, dann funkt es. Und diesen Satz gibst du an deine Kinder weiter? Da nutzt dieser Funkerspruch leider nichts mehr. Okay, wir gehen nicht näher ins Detail. Guten Appetit wünsche ich allen. Guten Appetit. Da bin ich jetzt auf das Kreuzfahrtkritiker. Jetzt bin ich ein Gastrokritiker an einem Tisch. Mein Mann. Ich muss erst alles durchprobieren, was hier drin ist. Schön weich, die Gnocchis. Mhm. Oder sollen sie lieber hart sein? Habe ich etwas Falsches gesagt? Nein. Hart wäre fatal. Schmeckt köstlich. Lecker Gewürz, ja. Ich werde es in einem 5-Sterne-Schiff weiterempfehlen. Das ist in Ordnung. Ja, darauf hat er gewartet die ganze Zeit. Jetzt hat er es gemerkt, Mensch. Haben wir es auch hinbekommen. Ja, wo habe ich denn meinen Stift? Die Sendung muss ja auch Höhen haben. Hier. Also, der absolute Höhepunkt. Vielen Dank für diese lustige Runde. Morgen wird dann auch gekocht. Martin Gerlein macht ein paar Brüstchen vom Bauernhuhn unter der Bärlauchkruste mit gebratenen Radieschen. Und wir reden übers Walking und Joggen und überhaupt alles. Das war schon eben der Höhepunkt. Bis morgen. Tschüss.